Herzlich willkommen, liebe Freunde vom Fundcast. Hier ist eine neue Folge und heute sind wir verbunden mit einem Gast aus Berlin. Hallo, lieber Björn. Hi. Hallo, Jan. Björn, bitte stell dich ganz kurz selber vor für die, die dich noch nicht kennen. Ich bin Björn, ich bin Vorstand bei betterplace.org und zudem verantwortlich für alles, was bei uns so auf der Spendenplattform passiert. Mhm. Und arbeite jetzt seit gut 6 Jahren hier und war davor unter anderem für Deine Stimme gegen Armut und die Alassia-Kampagne tätig. Ach, guck an, von Deine Stimme gegen Armut habe ich mir damals ein T-Shirt bestellt gehabt. Sogar. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Und du sitzt gerade in Berlin, da habt ihr euer Headquarter, euer Office, euer Büro. Und ja. Aber erklär nochmal ganz genau, ganz kurz, was ist betterplace.org genau? Betterplace.org ist eine Spendenplattform, auf der Organisationen, aber auch Privatpersonen Spenden für ein soziales Projekt sammeln können. Wir stellen dafür die technische Infrastruktur zur Verfügung, sei es Spendenformulare, sei es eine Projektseite, wie das bei uns heißt. Mhm. Und damit hat man die Möglichkeit, eben online Spenden zu sammeln. Mhm. Zudem haben wir zahlreiche Lösungen auch für Unternehmen, sodass auch die sich im Rahmen ihrer CSR zum Beispiel im Online-Bereich mit Fundraising einbringen können. Sehr gut, okay. Und damit bist auch du natürlich ein sehr wertvoller Gesprächskast für meine aktuelle Rechercherunde rund um den Globus. Digital Fundraising, what's hot, what's new? Auf deine Antwort bin ich auch sehr gespannt. Was ist deine Antwort auf diese Frage? Ja, es ist natürlich es gibt nicht die Antwort, glaube ich, auf die Frage, mhm. What's the hottest shit in town? Das ist einfach schwer zu beurteilen, weil mhm. das total davon abhängt, wie die jeweilige Organisation eigentlich aufgestellt ist. Mhm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, zumindest ist das in Deutschland so, dass so seit 1-2 Jahren immer mehr Organisationen tatsächlich im Internet ankommen. Okay. Wir haben über Jahre auf verschiedenen Konferenzen immer wieder überhaupt die Leute dazu fast treiben müssen, mhm. Sich mal mit dem Internet zu befassen. Ich habe so den Eindruck, diese Phase ist glücklicherweise vorbei. Mhm. Es wird immer mehr gesehen, dass man am Internet nicht mehr vorbeikommt und dass das auch nicht mehr weggeht. Mhm. Und dementsprechend sind wir an manchen Stellen noch bei sehr viel Basics. Wenn man aber darüber redet, wo geht eigentlich die Reise tatsächlich hin, gerade beim Digital Fundraising, dann gibt es für mich so ein paar Trends, mit denen wir uns in den nächsten Jahren, glaube ich, nochmal sehr stark auseinandersetzen werden mhm. müssen. Für mich eines der wichtigsten Themen ist Payment. Okay. Wie zahlen wir eigentlich in Zukunft mhm. Im Internet und dementsprechend auch, wie spenden wir in Zukunft eigentlich im Internet? Mhm. Das hat was mit einem Trend zu tun, den du auch neulich mit Thilo Reichenbach besprochen hast, nämlich das Thema Mobile und Responsive, mhm. also immer mehr Zugriffe von Menschen, die einfach über ihr Mobiltelefon oder über ihr Tablet oder so auf die Seiten der Organisationen zugreifen. Mhm. Bei Better Place macht das bereits jetzt fast 45% der wow. Zugriffe aus. Ja, ja. Also wirklich signifikant. Mhm. Der Anteil derer, die darüber aber spenden, ist noch deutlich geringer als über Desktop-Lösungen. Okay. Da kann man natürlich sagen, das liegt zum einen an noch nicht optimierten Spendenformularen etc. etc., mhm, obwohl die inzwischen alle responsive sind. Mhm. Ich glaube, das hat einfach sehr viel damit zu tun, dass das Payment einfach noch nicht schön ist, mhm. weil niemand Bock hat, auf seinem Smartphone irgendwie eine IBAN ja. oder seine Kreditkartennummer genau. einzugeben und sich ja. am Ende dich zu tippen. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn wir da in Richtungen kommen, wie sich ja auch schon abzeichnet, was weiß ich, sowas wie Apple oder Pay oder Samsung ja. Wallet und wie sie alle heißen, wo man quasi dann mit seinem Fingerabdruck oder irgendwie einfach nur mit einem ganz kurzen Code bezahlt, mhm. dann wird das mobile Spenden nochmal einen Riesenschwung aufnehmen. Und das okay. ist definitiv ja. ein Thema, was ich denke, was uns so in vielleicht sage ich mal 3 Jahren massiv erreichen wird. Mhm. Die ersten Sachen merken wir jetzt schon. Ja, ja. Das ist so ein ganz großes Thema, wo ich glaube, wo es definitiv hingeht. Okay. Das zweite mhm. große Thema, was ich sehe, ist noch viel, viel stärkere Personalisierung. Mhm. Stichwort Big Data gibt uns einfach so viele Informationen über das Verhalten von Menschen im Internet und natürlich auch über das Verhalten von Spendern und auch die Segmentierung, die wir auch aus dem Offline-Bereich mhm. schon immer kennen, die sich immer mehr ins Online übertragen lässt, mhm. wo ich eigentlich dem jeweiligen Spender, der meine Organisationswebseite besucht, wirklich das für ihn quasi
perfekte Spendenerlebnis liefern kann, indem ich ihm einfach relevanten Content für ihn anzeige, die Story erzähle, die ihn vermutlich am meisten interessiert und ich damit eine größere Chance habe, ihn tatsächlich auch zu einer Spende zu bewegen. Und was glaubst du, weil finde ich jetzt spannend, dass du auch das als einen Trend oder, ja, es ist ja noch gar kein Trend, weil du hast es schon gesagt, ne, aus dem Offline-Bereich sind wir da eigentlich schon Profis und Experten drin, im Online-Bereich noch, glaube ich, habe ich zumindest so den Eindruck, auch noch einiges davon entfernt. Ja. Aber woran liegt's? Was glaubst du? Na, es gibt mehrere Gründe, woran das liegt. Also zum einen hat das natürlich was mit dem Datenschutzrecht zu tun. Wir dürfen, und das ist auch an bestimmten Stellen ganz gut so, nicht einfach alles sammeln und verwerten, was irgendwie möglich ist. Das andere ist natürlich auch, dass gerade viele Organisationen noch gar nicht die technischen Voraussetzungen haben, diese Segmentierung auch vernünftig nachzuhalten und daraus dann wiederum Cluster zu bilden. Und es ist natürlich auch immer fraglich, und das ist ja generell so, wir wissen trotz aller Bemühungen bei vielen Organisationen macht Online-Fundraising nur einen ganz, ganz kleinen Teil ihres Spendenergebnisses aus. Und wie viel Customization, wie viel Segmentierung kann man sich denn da auch leisten, dass man 50 verschiedene Angebote für 50 verschiedene Spendergruppen baut? Ja? Also wer soll das finanzieren und was soll das an Mehrwert an dieser Stelle bringen? Deshalb sage ich, dass es eine Entwicklung ist, die mit steigendem Volumen, steigenden Besucherzahlen etc. Zusammenhängen wird. Und wenn das irgendwo an eine Stelle kommt, wo sich das Investment dann auch wirklich lohnt, dann werden die Organisationen das vermutlich auch tun. Wahrscheinlich wie immer als erstes die größeren oder ganz großen Organisationen und dann nachziehend aber auch immer mehr von den mittleren und kleinen Organisationen. Ja, okay. Ja, ein interessanter Aspekt aus einem anderen Interview fand ich dann eben auch noch das Data Management überhaupt. Ne? Ja. Also du hast jetzt den Datenschutz natürlich als ganz wichtigen Aspekt angesprochen, aber eben auch diese zig verschiedenen Quellen, wo dann überall Daten entstehen, sei es Social Media, sei es die Website, sei es unser E-Mail, was wir an die Leute raushauen oder dann letztendlich das CRM von der Organisation, wo vielleicht alles zusammenlaufen soll, aber die CRMs gar nicht so dahingehend aufgestellt sind. Ne? Richtig, und wo wir halt auch das Problem haben, da sind wir trotzdem wieder beim Datenschutz, zumindest in Deutschland, das ist ja noch eine Spur härter, dass viele der Systeme, die es da gibt, eben aus Amerika kommen und hier gar nicht in dem vollen Umfang eingesetzt werden dürfen. Ja. Ja, oder man eben sich da sehr stark absichern muss mit verschiedensten Verträgen, wo auch viele der Unternehmen in Amerika gar kein Verständnis haben, warum kommt jetzt da mit so einem Extrawunsch um die Ecke, alle anderen unserer Kunden machen das doch auch so. Ja. Das ist schwierig, ja, ganz klar, und das ist eine Herausforderung, aber ich glaube auch, dass sich auch da viel bewegt und auch die deutschen Anbieter ja inzwischen gerade im CRM-Bereich viel dran arbeiten, bessere Möglichkeiten, auch Datenimport, Datenanalyse und sowas mit aufzusetzen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger werden, weil wir natürlich auch damit zu tun haben, dass im Endeffekt eine Art von Datenwust angehäuft wird. Das ist ein Schatz. Ja? Wenn man ihn nicht benutzt, dann verpasst man irgendwo was. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, wie schaffe ich es, diesen Schatz zu heben? Das ist nicht mal einfach so, wie man sich das immer wünscht, nur auf einen Knopf drücken und dann ist alles da. Das ist ja leicht. Das ist sehr schön. Ne? Punkt, ja. Ja? Super wert. Ja, ja, genau. Super. Hey Björn, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Liebe Grüße hier aus Zürich nach Berlin und dann bis bald mal wieder, hoffentlich dann auch offline, gell? Ja, sehr wohl. Bis bald. Ciao. Tschüss.